Herzlich willkommen zur nächsten Monster Hunter 3 Ultimate Edition Episode. Ich bin Soevo und wir haben in der letzten Folge den Lagia-Gruß das erste Mal verscheucht und haben uns ein bisschen Rohstoffpunkte wieder erarbeitet durch Töten von Groß-Jagias. Jetzt gucken wir mal, was das Gildenliebchen zu sagen hat. Die freut sich natürlich über unseren über unser Vertreiben vom Lagia-Gruß. Ja, genau, macht ein paar blöde Witze, ja. Ja, das lustigerweise sagt sie genau das, was ich vorher ja schon gesagt habe. Ich finde es ein bisschen schade, dass wir ihn noch nicht töten konnten, sondern nur verjagen. Oh, wir haben jetzt hier Ratian-Quest. Stärken und Schwächen weiß sie natürlich nichts. So, dann schauen wir mal, was wir so an Quests haben. Dreier-Quests gibt's keine. Das ist die Ratian, das ist in der Ödinsel. Wyvern-Eier. Ja, was haben wir denn jetzt noch? Großbuggy Giginox. Das ist doch... Ah, Giginox, den kennen wir doch schon. Dem haben wir... Bei dem sind wir wohl begegnet. Das war dieses Giftschleudervieh, denke ich. Ich denke, wir werden aber erstmal uns hier an diesen Großbuggy dran machen. Ich denke, der wird nicht ganz so... Achso, kochen wollte ich vielleicht noch was. Also, essen. Ist vielleicht ganz schlau. Simmelsboden immer und das da. Dann machen wir jetzt erstmal diesen Großbuggy kaputt. Ich denke, das sollte jetzt kein großer Akt werden. Schätzungsweise. Bisher sind wir mit denen doch immer ganz gut zurechtgekommen. Mal schauen. So, Karte. Heilsorgeration. Wetzstein. Farbball. Eine Blitzbombe kriegen wir auch noch. Was haben wir hier? Ein Energy Drink. Gut gegen Müdigkeit, aha, Heißgetränk, so. Nehmen wir erstmal wieder unsere Ration zu uns. Zack, zack. So. Dann gucken wir mal, wo sich der Gute befindet. Nehmen wir mal wieder die Zahlen einfach durch. Wie wir es ja immer schon gemacht haben. Das Gebiet ist ja auch nicht so riesig. Ist ja auch ein Vorteil für uns. Ich denke mal, eine Videosequenz oder sowas wird beim ersten Mal schon kommen. So, ich glaube, wir sollten aber... Ah, hier ist er auf jeden Fall. Wir sollten aber auf jeden Fall gucken, dass wir, Was machen die denn da? Also, sieht schon ein bisschen gefährlich aus. Aber wir sollten auf jeden Fall jetzt mal dieses Heißgetränk erstmal nehmen, das wollte ich sagen. Bevor ich hier nochmal abgelenkt werde. Damit wir unsere Ausdauer sich nochmal regeneriert. Der kann einen wohl schlafen legen oder sowas. Wenn ich das richtig interpretiere. Die legen den schlafen und fressen das Viech dann. Das ist schon cool. So, Heißgetränk. Zack, zack. Ja, ja, dass die mich entdeckt, war mir schon klar. Sonst kriegst erstmal du einen auf den Kopf. Nochmal. Und die sind mal ausgewichen, das ist schon mal ganz gut. Das war ein bisschen blöd, aber naja. Da hat er unseren Cha-Cha, glaube ich, gerade schlafen gelegt. So. Jetzt kriegst du ordentlich eine. Das hast du versaut, Kollege. Uiuiui, kriegst du es jetzt aber hier.
macht aber auch kaum Schaden, muss ich sagen, irgendwie. Wollte uns schlafen legen. Bin ich aber kein Freund von. So. Gucken, dass wir irgendwie jetzt mal diese Bombe ausrüsten auf jeden Fall. Und auch dann mal gucken. Okay, ich bin irgendwie ein bisschen schläfrig gerade. Hat mich wohl tatsächlich erwischt gehabt. Jetzt sind wir mal wieder wach. Ach ja, der hat mich direkt nochmal schlafen gelegt, der Arsch. No Charger, rette mich. Komm, sehr gut. Das war weg. Das war knapp ausgewichen, ey. Jetzt kriegst du erstmal die Bombe ab. Jetzt will ich, Generationenwunschnitt, die erste Hilfe zurück wollte ich haben. Machen wir uns erstmal voll heilen. Und jetzt geben wir dem Drecksack wieder das, was er verdient. Und ich richte dich auf den ab. Jetzt schlafen wir wieder. Komm, Churchill, rette mich. Sehr gut. Ach ja. Aber irgendwie so wirklich, wie gesagt, was kann, können tut er ja nicht, also. Das ist jetzt so eine der leichteren Quests auf jeden Fall mal wieder. Aber das habe ich ja auch erwartet. Jetzt hat mich der kleine pennen gelegt, oder was? Ist klar. Gerade wo ich so gut im Rhythmus war, um den großen umzuprügeln. Na komm. Wissen du, Chacha? Okay, der andere rennt weg. Ist ein bisschen uncool. Der ist, ja. Komm schon. Was ist denn los hier? Der reckt am Ende noch oder so. Verdammt. Auf jeden Fall sind die zwei geflüchtet. Woher war das die 1? Das sah eher nach 1 aus. Okay, gucken wir mal lieber in der 1. So, da ist er doch, der Stinker. Oh man, jetzt pennen wir schon, ne? Ein Bullbär oder so haben wir, glaube ich, nicht mitgenommen, ne? Ja, den Energy Drink kann man wohl nehmen, vielleicht hilft der, ja? Achso, der hilft jetzt habe ich schon auch verstanden. Der hilft gegen Müdigkeit. Ich dachte, das ist einfach nur Ausdauer erhöht, okay. So etwas gedauert, aber ich bin selbst noch drauf gekommen. Ich frage mich nur, wie viel er noch aushält, der Dicke hier. Ja, eigentlich hat er schon ordentlich was auf den Senkel bekommen, wenn ich ehrlich bin. Also er hat schon wirklich ordentlich was auf den Senkel bekommen. Nicht nur so, dass ich das jetzt sage. Und das ist halt wirklich so. Was macht der denn da jetzt? Lässt sich hier einfach verprügeln oder was? Ich meine, ich hab nichts dagegen, aber ein bisschen lächerlich war es schon eben. Das doch geht doch einfach weiter so. Ich hau einfach mal drauf. Was soll ich doch sonst machen? Solange er so blöd ist und sich verprügeln lassen tut. Also langsam dürfte er aber auch den Geist aufgeben, denke ich mal. Humpeln tut er auf jeden Fall schon. Hier hat er was fallen lassen. Sieht so aus, als wenn er Richtung 2 gegangen wäre. Oder? Es könnte auch die 3 sein. Wir gehen mal über die 3 in die 2.
denke, das ist das Beste, was wir machen können. Okay, hier sieht's nicht so aus, als wenn er wäre. So wird er in die 3 gegangen, in die 2 gegangen sein. So. Da ist er auch, sehr gut. So, ich denke, viel wird er nicht mehr aushalten unbedingt. So. Ach, jetzt hast du uns ja schlafen gelegt, ihr Kollege, oder was? Ist schon klar. Weiß mal, dass wir mal wieder ein Erste-Hilfe-Ding nehmen, wo wir hier weitermachen. Okay, es war nicht so gut die Position, in der ich bin. Trank nehmen wir auch noch. Wir schon wieder flüchten, wenn er das Gegner hier ab. Aber wo flüchtet der hin? Was ist denn das? Das sieht doch nach 6 oder so oder nach 7 aus. Ich denke, wir gehen mal in die 7 und von der 7 in die 6, weil ansonsten wüsste ich nicht, wo er hingegangen sein soll. Ein bisschen uncool. Da oben ist er. So, jetzt kriegst du es ordentlich, dann bist du, denke ich, jetzt gleich im Arsch. Er hat uns schlafen gelegt, okay. Ich hab gar nicht wirklich mitbekommen, aber es war einer von den kleinen Scheißern hier. Könnte natürlich auch so sein. Ja, ja. Bist du eh schon tot? Gib's doch zu. Pfeifst du aus dem letzten Loch? Du Stinke. Oh man, das trifft irgendwie keinen von den dicken Hits gerade. Ist ein bisschen uncool, weil er jedes Mal ausweicht. Jetzt aber komm. Ey, es gibt's doch nicht. Das ist unglaublich. Oh mein Gott, mal ein dicker Hit, der gesessen hat. Das gibt's doch nicht. Eieiei. Jetzt, aber jetzt komm, jetzt kriegst du das. Oder auch nicht. Wie halt jedes Mal auf den Chacha rennt und ich meinen Angriff so lang brauche, dass er nicht trifft irgendwie gerade. Bisschen uncool. Gut, dass Chacha ihn dann hier... Ah, sollen halt Chacha töten, ist mir auch egal. Schlafi, schlafi, schlaf. Jetzt muss ich erstmal... mich heilen irgendwie. Ich habe den zwar schon für tot geglaubt, aber er tut hier doch gerade noch mal ein bisschen mich ärgern, muss ich sagen. So, Energy Drink. Okay, den brauche ich schon mal nicht. Guck mal, was ist wegen dem Hitzegetränk noch? Wenn ich irgendwie mal dazu kommen tu. Ich töte dich jetzt einfach, was soll denn der Scheiß? Unglaublich, ey. So, jetzt komm. Zack. Ein Hit, ey. Ein Hit. Was eine Verarsche. Na gut. Abbauen. Unser erstes Großbuggy-Zeugs.
Ein Schlafbeutel, sehr interessant. So. Gegen was kämpfst du denn dann noch, Kollege? So, du bist tot. Gucken wir mal, dass wir vielleicht nochmal an das Erzeimer drankommen. Aber ich denke, das schaffen wir nicht. Doch, einmal geht. Also sogar zweimal. Sehr gut. Haben wir noch ein paar mal draufhauen können. Noch so ein Schlafbeutel sogar dabei gewesen und eine Rüstkugel, das ist ganz gut. Königskamm, mhm. Schlaflied in Blau. So, gucken wir mal, was die Moga-Prognose ist. Kopeko und Großjangi, das interessiert mich aktuell nicht wirklich. Ich tue mir kurz schnell die Taschen leer machen und gucken mal, dass wir noch eine Sammelquest oder sowas schnell hinterher schieben. Blueberry, Schlafzeug, alles weg. So. Ich würde gerne mehr von diesem Lagia-Großzeug haben, ey. Von der Rüstung. Man kann aber auch die Quest für den Lagia-Groß verscheuchen. Scheinbar nicht nochmal machen. Wenn er nicht hier dabei ist. Ein bisschen schade. Aber okay, geht wohl nicht. Drachenlady, das ist der Rat hier und ich möchte Ungarn machen. Das waren die beiden. Ich würde sagen, wir machen dann die beiden. Noch. Auch wenn es ein bisschen länger. Okay, was futtern tun wir aber noch? Auch wenn es ein bisschen länger dauern könnte. Ist ja nicht weiter wild. So. Ab in die Sandebene. So. Gucken wir mal, wo wir sie finden werden, die guten Kerle. Nehmen wir mal wieder wie immer die Punkte ab. Oh, muss schon hier rum. Hier oben, okay. Gucken wir mal, dass wir die Ration gleich erstmal reinnehmen. So, Max, okay. Scheinbar, wenn wir essen, ist Chacha scheinbar auch gebufft. Oder er hat sich selber gebufft und ich hab's ja eben nicht mitbekommen. Wäre aber eigentlich ganz cool, wenn es wirklich so wäre. Denke ich. So. Hier muss ja eigentlich einer sein. Ah, da ist er auch. Ist er nur so ein bisschen am Rumschwimmen, der Kollege. So, dich müssen wir auf jeden Fall töten. Dich haben wir ja schon einmal getötet. Da hat es aber ewig gedauert. Bin mal gespannt, wie lange wir jetzt diesmal brauchen. Online ging er ja in 0,nix tot. Na komm, gerade kriegst du wirklich gute Hits, das ist perfekt. Muss man den Reiniger draufnehmen. Auch wenn er uns gerade schon befreit hat. Der gute Chacha. Zack, zack.
Gegner kriegt zumindest ganz gut Hits ab, weil ich denke, diese Dino-Dinger sind immer ganz gut zum Hits verteilen. Okay, jetzt haben wir noch eins abbekommen, vielleicht hätte ich warten sollen. Komm, Chacha, rette mich. Wie auch immer. Erste Hilfezeug. Kraut, schon mal gut. Er ist gerade auf Chacha konzentriert, das ist noch besser. Das war knapp. Ach, der eigentlich bin ich ausgewichen. Aber wohl nicht so. Ach man, was hast denn jetzt so? Ich hätte hier vielleicht auch noch einen Fahrball verpassen sollen, fällt mir dabei auf. Oh, jetzt kriegt er aber ordentlich. Hab schon Angst gehabt, der buddelt sich eben ein, als ich das mit dem Fahrball gesagt habe. Taucht wieder irgendwo anders auf. Macht er ja doch ab und zu mal. Deswegen das mit dem Farbball. Bei sowas wie dem Yagia, wo man sieht, wo er hinrennt, dann lasse ich es in letzter Zeit immer mit dem Farbball. Ich denke, das ist nicht wirklich nötig, aber bei so einem, der sich einbuddelt oder die, die wegfliegen, finde ich es ganz hilfreich, so einen Farbball drauf zu haben. Haben wir geblockt. Schon wieder, ey. Was hast du denn, Kollege? Was macht denn jetzt? Okay, diesmal wechselt er wohl. Ne, er tut sich wieder da rumwälzen. In seinem Schlammscheiß. So, Chacha, braucht deine Hilfe. Komm mal, Kollege, und hilf mir. Sind halt nett. Chacha? It's your turn. Okay, mach das halt so. Ich meine, er ist ja jetzt wirklich nichts. Atemberauschend, das ist der Kerl. Oh, da vorne liegt aber was, das sollte man vielleicht einsammeln. Machen wir als erstes mal, weil der muss er ja hingelegt haben. Das ist wieder Biffern-Drähne, wieder, okay. Angriffsstärkung, das ist auf jeden Fall ein guter Buff-Chacha. Jetzt rennt er in einen anderen Bildschirm oder was? Und wie gesagt, wir haben uns ja mit einem Farbball abgesichert. Ich denke immer, dass es die 1 oder sowas werden wird. Okay, dann ist die 2. So kann man sich irren und deswegen ist der Farbball nützlich. Definitiv. Und so. In die 2. Da bist du schon, Kollege. Machen wir in 2 Hits und 3. Hat er gefressen. Na komm. Okay. So, wo kommt der denn her? Ich habe jetzt nicht unbedingt was dagegen, aber... Okay. Jetzt treffe ich den, den ich nicht treffen wollte von beiden, den treffe ich natürlich wieder. Ach ja, deine Fresse ist so geschützt, dass ich dich da nicht treffen kann, oder was? Ist ja gar nicht. Das war ganz gut, denke ich. Ja.
Komm schon, ach schade. Waffe ist noch drauf, auf jeden Fall. Kleine Kackvieh wird natürlich wieder getroffen. Okay. Holy shit. Macht jetzt gerade ein bisschen zu viel Damage, finde ich. Der Gute. Müssen wir ein bisschen aufpassen, dass wir uns mal geheilt kriegen jetzt. Wieder. So. Wie er gerade wieder ausgewichen ist, ey. Unglaublich. Okay, wo willst du hin, Kollege? Wieder in die 3. Nimm ich mal an. Oder? Na komm, zeig mal an, wo du hin bist. Sache, so kann man sich täuschen. Ist halt einfach mal in die 1 gemacht. So, gucken wir mal. Oh, da haben wir einen guten Erwisch direkt. Na komm. Ey, den Dicken hat auch noch erwischt. Jawohl, jetzt haben wir ihn gerade richtig gut mal ein paar Mal getroffen. Mit dem Schrotum. Einen Eindecken hätte durchgekriegt und er humpelt auch schon. Hey, jetzt wechselt er schon wieder oder was? Das geht nicht ab. Ja. Wieder zurück in die 2. Aber das heißt eigentlich auch, dass er gleich tot ist. Das ist ja schon mal ein Vorteil. Definitiv. Ich glaube, die Bombe hatten wir ja geschmissen, ne? Ja. Haben wir nochmal ein Kraut gerade. Okay, war vielleicht nicht unbedingt die beste Entscheidung, aber egal. Oh, das erste Mal, dass unsere Waffenstärke mit der neuen Waffe gesunken ist. Schon interessant auf jeden Fall. Das heißt aber auch, wir sollten definitiv einen Wettstein irgendwie benutzen. Und noch einen Drang, wenn möglich. Gucken, dass wir jetzt hier gerade mal ein bisschen eine Sekunde oft kriegen. Komm schon, kleines Scheißvieh. Okay, renn weg. Das ist das Beste, was du machen kannst. Wie kriegen wir denn jetzt hier schon? Okay, jetzt klappt zu leicht. Bleib weg da. Genau, humpel einfach. Das ist perfekt. Humpeln ist gut. Das heißt nämlich, du bist nicht schnell. Oh, okay, das haben wir scheinbar abgebrochen. Gerade so, irgendwie. Abhauen. Wieder was gedroppt, scheinbar. Okay, dann gehen wir erstmal wieder. Ich will erstmal den töten, bevor wir hier uns mit dem Yagia abgeben. Der kann sowieso nix. Deswegen gehen wir jetzt erstmal wieder hier in die 3. Und stören den bei seiner Pennerei. Okay, der ist tot. Sehr gut. Können wir dem erstmal sein Zeug klauen? Bevor wir jetzt den Yagia einfach umhauen gehen. Das ging doch schon wesentlich schneller als mit unserem Dolch- und Schildkombi. Muss man wirklich sagen.
So, das war's. Dann wohl hier rüber. Hoffen wir, der ist noch hier in dem Bildschirm, der Gute. Da ist er, okay. Rennt aber wohl auch hier gerade ein bisschen dumm rum. Na komm. Ich glaube, Scheiben schieben wir nochmal. Einem toten Mob will ich jetzt nicht noch irgendwas riskieren, ey. So. So, jetzt kriegst du es aber. Stinker, ey. Oh ja, komm, komm, komm. Noch einen. Der Herr, wir wollen jetzt nicht auch noch gesessen. Aber er humpelt noch nicht mal, ey, der Stinker. Ist ein bisschen uncool. Ah, naja. Was soll's. Wie er gleich hinter mir ist, ist klar. Na, komm weg da. Ich es hasse, wenn sie da in diesen Bildschirmwechseldingern hocken und chillen und campen. Ja, ich muss die Gelegenheit nutzen, wenn er da blöd rumschreit. Na komm. Ist klar, du Drecksvieh, ey. Jetzt fängst du das Humpeln an, oder was? Humpel halt nochmal davon. Komm dir doch eh hinterher. Blödes Viech. Na komm. Oh, das war's. Sehr gut. Der müsste auch tot sein. Okay. So, du da noch? Oder willst du nicht? Ach, du bist sogar ein bisschen schlau, der Kali. Also unbedingt jetzt den Großjagi abbauen ist eigentlich nicht mein Ziel. Wenn wir es schaffen, das ist gut. Wenn nicht, ist auch nicht schlimm. Dann haben wir die nächste Quest geschafft. Wir kommen wirklich gut voran mit dem neuen Schwert. Denke ich. Und ist noch ein Erz vielleicht? Na gut, das schaffen wir nicht, alles klar. Machen wir jetzt gleich noch die Taschen leer.
Gucken wir mal, so, vielleicht gibt es ja irgendwas Neues zu bereden. Oh, eine Rüstkugel plus wieder, das ist richtig gut. Ein Rätselamulett, mal gucken, ob es was Ordentliches ist. Nix, Gift plus 3, okay. Objektbelohnung für die Wimmern drehen, okay. Ein neuer Rekord. Beim Barot. Klar, speichern wir. Nö, neue Gespräche gibt's nicht. Dann tun wir unsere Taschen leeren. So. Haben wir noch was dazwischen? Mal gucken, dass wir. Vielleicht können wir noch was Neues kombinieren. Das ist eigentlich relativ Wurst. Erstmal gucken, dass wir die Megatränke und sowas wieder voll machen. Gehen wir nochmal einkaufen. Dass wir für das nächste Questing wieder optimal vorbereitet sind. Oh, ist sogar preisreduziert heute. Das ist ja dann das Beste. Muss man auch Hacken und so ein Kram wieder kaufen, soweit es geht. Alles, was wir wirklich brauchen, dass wir das kaufen. So, die Bücher haben wir ja alle schon. So. Und speichern wir nochmal. Sind ja jetzt optimal vorbereitet. Und dann beenden wir auch die Episode, ist sogar ein bisschen länger geworden, als das eigentlich, als sie eigentlich sollte, aber naja. Passiert. Danke mich wie immer fürs Zusehen und ja, sag ciao ciao, bis zum nächsten Mal.